Also Gabriel provoziert gerade sehr, sehr stark. Ach, jetzt brennt hier auf einmal ein Feuer? Das fühlt sich gut an. Da hat wohl einer auf die Meckereien von Gabriel gehört. Hä, was machst du da? Nee, pack dir doch das ganze Heft ein, bitte. Gut, dann würde ich sagen, hat sich hier noch irgendwas verändert? Können wir mit ihm nochmal reden? Nein. Hat sich da was verändert? Netter Kleid. Okay. Ja, dann, wie Friedrich schon meinte, gehen wir mal nach draußen, ein bisschen spazieren. Oh, schön. Was gibt's denn hier? Werkzeug. 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 Ja? Eine Schere. Kann ich vielleicht noch brauchen. Immer alles einpacken in Adventures. Nee, jetzt geh doch nicht raus. Da war doch bestimmt noch was, oder? Es ist mir lieber, die Pferde sind dort und ich bin hier. Okay. Ach, das war's schon. Na gut. Wo geht's denn da lang? Ah. Sieht aus, als wären da Spuren von orangefarbenem Schlamm in dem Abdruck. Ja, und wir wissen, wir haben einen orangefarbenen Schlammabdruck im Bad von Zell gesehen. Also das erhärtet sich ja dann nur noch mehr. Sieht aus, als wären da Spuren von orangefarbenem Schlamm in dem Abdruck. So, jetzt können wir einmal runter und einmal nach da. Das bin ich, Gabriel Knight. Nee, wirklich? Oh, da sind wir wieder am Anfang. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ich suche immer so ein bisschen noch ab. Also wir kommen... Ach, hier können wir noch runter. Die Schlucht ist tief. Ich glaube nicht, dass ich hinüberkomme. Spurensuche im Wald.
Also das heißt, der rote Ton kam von hier. Die Erde hier ist orangefarben. Oder Erde, was auch immer. Die Erde hier ist orangefarben. Ja gut, wir haben ja eine Heckenschere, also schneid dir den Weg frei. Komm schon. Des Wolfs. Verdammt! Was ist das für ein Gestank? Das kann ich dir leider nicht beantworten, lieber Gabriel. Großes Loch. Da unten ist was. Ja, vielleicht sollten wir mal Licht machen. Thank you.
Von Cell also. Okay, auf frischer Tat ertappt. Ja, wohin jetzt? Ich würde erstmal wieder zurück zur Jagdhütte. Keiner mehr da. Ein Drink wäre jetzt das Richtige. Aber ich habe das Gefühl, es ist besser, wachsam zu bleiben. Ja, das ist vielleicht besser so. Ja, am besten mal zu Friedrich. Was ist los? Was ist passiert? Passiert? Nichts ist passiert. Haben Sie einen Geist gesehen? Nein. Ich... Um Gottes Willen. Da draußen im Wald. Zeigen Sie es mir. Gabriel! Da. Wo gehen Sie hin? Da drin. Wieder zurück. Da muss was getan werden. Haben Sie von Cell gesehen? Von Cell? Nein. Ich habe niemanden gesehen. Nur die Leichen. Er ist gerade noch drin gewesen. Fressend. Von Cell ist ein Werwolf. Was sonst? Sieht so aus, als hätte er schon eine ganze Weile so getötet. Diese Hütte hat er als Schutz benutzt. Genauso wie die Hütte in Alfdorf. Er beobachtet die Opfer, findet ihre Angewohnheiten raus. Er greift sie an einsamen Plätzen an, zerrt sie zur Höhle zurück. Zum Fressen. Die Opfer werden vermisst gemeldet, da man nie eine Leiche findet. Von Cell ist vorsichtig, er passt auf, dass ihn keiner als Wolf sieht. Eine Frau hat ihn gesehen. Und niemand hat's geglaubt. Aber dann passierte was, ich weiß nicht warum. Von Cell kochte den Plan aus, die Wölfe aus dem Zoo zu stehlen. Wölfe, auf die man die Morde schieben konnte. Er brauchte eine Hilfsperson. Also nahm er Klingmann, da dieser dem Club beitreten wollte. Er versprach, ein gutes Wort einzulegen, wenn es funktionieren würde. Aber dann musste er die Wölfe loswerden. Eine Garantie, dass die Polizei sie nicht finden würde. Er wusste, dass der Club exotische Tiere über den Schwarzmarkt beschaffte, seit Jahren. Von Aigner hatte hohe Schulden bei Von Cell. Von Cell bot an, etwas nachzulassen, als Gegenleistung für den Namen des Kontaktmannes bei den Tiergeschäften. Der Name des Mannes war Großberg. Großberg war gerne bereit, die Wölfe aus dem Weg zu schaffen. Für eine Gebühr. Aber Großberg war habgierig. Als er in der Zeitung von den Morden las, erpresste er dann von Cell. Da hat von Cell ihn ermordet. Ich wusste, dass von Cell ein echtes Problem hat. Aber das ist kaum zu glauben. Ja, aber wahr. Wir müssen die Polizei holen. Ich kenne den Mann, der mit dem Fall betraut ist. Nein! Die Polizei würde uns nicht glauben. Der durchschnittliche Polizeiverstand kann mit so etwas nicht umgehen. Außerdem, ich bin verantwortlich für Von Cell. Ich kannte die Macht der Philosophie, aber mir war nicht bewusst, dass sie jemanden so weit bringen könnte. Schreckliches Ende. Ich habe das miterschaffen. Ich muss es aufhalten. Mit Ihrer Hilfe. Was schlagen Sie vor?
dass wir beide, sie und ich, ihn jagen. Heute Nacht. Oh Gott. Ich weiß nicht. Deshalb sind Sie doch in den Club gekommen, oder nicht? Um Tony Hubers Mörderer zu jagen und zur Strecke zu bringen. Das wissen Sie? Sie sind nicht der Einzige, der Fragen stellen kann. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Jetzt müssen wir handeln. Kommen Sie um Mitternacht zum Stall. Bis dahin. Seien Sie unauffällig. Die anderen könnten uns in die Quere kommen. In Ordnung. Also heute Nacht. Ob das so die beste Idee ist, wage ich ja zu bezweifeln. Die wilde Bestie, hungrig nach der Jagd. Ihr Opfer bald nur noch Geschichte. Nicht, Sie machen mich nervös. Tue ich das? Ich neige dazu, diese Empfindung in anderen auszulösen. Passen die Sachen? Ich sehe aus wie Lord Byron, verdammt. Unsinn. Sie sehen viel besser aus als er. Sie können das Zeug heute Nacht gut brauchen. Wir reiten nicht so oft in den Staaten. Wir lassen die Pferde hier. Das Reiten ist nachts zu gefährlich. Ich vermute, Sie haben einen Plan. Wir müssen ihn in die Enge treiben. Der beste Ort ist die Schlucht. Ich glaube, ich spiele lieber defensiv. Sie haben sicher Ihre eigenen Methoden. Aber wenn ich Sie wäre, bliebe ich nah bei. Bleiben Sie dicht bei mir. Was hätte... Was macht... Ach so. Ohrenschütze. Friedrich! Ich höre was! Jetzt trennt euch doch nicht! Nachts allein im Wald, unbewaffnet, während ein Werwolf rumrennt. Friedrich!
Okay, also warte mal. Er sagte zur Schlucht, ja? Oh! Warte. Amulett? Amulett, Amulett, Amulett. Wolf? Wo ging's denn jetzt hier zur Schlucht? Soll ich jetzt dem Wolf hinterher? Scheiße, Sackgasse! Oh oh. Nicht dem Wolf hinterher. Autsch. Von Zell, du Bastard. Nochmal.